Viele von euch kennen das Problem, die Ski flattern beim Fahren. Wie ihr dieses Problem lösen könnt, ob neue Skier helfen und wie ihr eure Skitechnik anpassen könnt, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Und dabei gehen wir jetzt wie folgt vor. Wir schauen uns einmal das Problem im Detail an. Als zweites schauen wir uns dann das Material an, mit besonderem Fokus auf die Skimodelle und Kategorien. Und als drittes, der meiner Meinung nach wichtigste Punkt, schauen wir uns die Skitechnik an. Was könnt ihr besser machen, um das Flattern zu verhindern? Zum Problem. Ihr kennt es sicherlich, die Skipiste ist hart, es gibt Rillen auf der Piste oder auch unwegsames Gelände und eure Ski fangen an, insbesondere in den Skispitzen zu flattern, hochzuschlagen, es rattert leicht, ihr habt das Gefühl, dass eure Ski nicht wirklich greifen und habt eine gewisse Unsicherheit. Das ist, worüber die meisten klagen, dieses ja unsichere Gefühl in der Skitechnik, das macht dann auch nicht sonderlich Spaß, man hat das Gefühl, in der nächsten Kurve komplett hinzufliegen und damit natürlich auch ein gewisses Verletzungsrisiko in Kauf zu nehmen. Das ist unschön und macht definitiv keinen Spaß. Doch zunächst einmal auf das Skimaterial. Viele schieben dann ganz einfach die Schuld auf das Material. Da sei ganz klar gesagt, sofern ihr einen Ski habt, der mit Holzkern verbaut wurde, vielleicht auch einiges an Metall aufweist, ist nicht unbedingt das Skimaterial der Schuldige, sondern wir sollten die Skitechnik eher in Frage stellen, ob da alles passt. Also, es gibt Kategorien in den Skimodellen, zum Beispiel Allround-Carver und ja, alles, was so im Einstiegsbereich liegt, manchmal sogar Schaumski, die sind wirklich sehr weich. Da fängt es leicht an, dass wenn ihr Belastung auf den Ski gibt, dass der Ski da keinen Widerstand leistet und einfach anfängt zu rattern, zu flattern. Aber ab Skimodellen von Sportcarvern bis dann hin zu zum Beispiel solchen Ski wie hier, einem Racecarver mit ordentlich Metall, Titanal verbaut, mit Holzkern, na da ist es nicht der Ski. Und bei ganz vielen, ja, gibt es auch schon diese Beschwerde bei Slalomcarver. Auch das sind Ski, die definitiv standhalten sollten, wo es nicht am Skimaterial liegt, sondern an Punkt 3 in diesem Video, der Skitechnik. Denn eines der Kernprobleme ist dabei, dass ihr bei den Skikurven oder generell bei den Skifahrten zu weit nach hinten rutscht. Euer Körperschwerpunkt geht tendenziell hinter die Bindung. Ihr gebt damit den Skispitzen frei. Das kommt häufig vor, wenn ihr euer Tempo ja steigert und höhere Geschwindigkeiten aufnehmt. Dabei fährt das Skimodell unter euch weg. Ihr seid quasi nicht mehr Pilotin oder Pilot des Skis, sondern ja wirklich Passagierin und Passagier. Ihr sitzt hinten drin, der Ski fährt einfach weg und dabei kann es sein, dass eure Skispitzen dann anfangen, in der Luft zu schweben und eben keine Belastung mehr auf den Skispitzen liegt. Und genau dann fängt das Problem des Flatterns erst richtig an. Bedeutet für euch in der Anwendung, wir müssen Belastung auf die Skispitzen geben, grundsätzlich auch Belastung auf den Kanten der Ski. Dann habt ihr die Möglichkeit, dass eure Ski auch wirklich greifen und stabil durch die Kurven führen. Es kann auf Ziehwegen auch helfen, die Ski nicht plan aufzulegen und einfach geradeaus zu fahren, denn dabei greift keine Kante, sondern die Ski wirklich nach vorne zu belasten, indem ihr leichte Kurven fahrt. Also ganz leichtes Belasten und da vorne den Skischuhschaft spüren. In der Skitechnik habe ich das ja schon häufiger erläutert. Da gibt es Videos, die ich euch zum Beispiel hier oben rechts mal verlinke, wo es darum geht, dass ihr niemals den Kontakt zu euren Skischuh vorne verliert. Allein mit diesem Tipp sollte das Rattern und Flattern schon deutlich reduziert werden. Und dann vielleicht als abschließender Tipp, es geht auch darum, die Ski nicht auf Teufel komm raus zu belasten, sondern eine runde Kurve zu fahren. Wenn ihr das hinbekommt, dass ihr wie mit dem Zitronen-Auspressen-Bild, was ich schon in einigen Videos erklärt habe, das auch hier verlinkt, wenn ihr diese kontinuierliche Belastung auf den Ski bringt, habt ihr die Möglichkeit, dass euer Ski dauerhaft gut belastet ist und nicht in einer Situation der Kurve und am Ende der Kurve schon nicht mehr. Also kontinuierliches Belasten, rund die Kurven ausfahren, dann sieht das Ganze mit dem Flattern auch wahrscheinlich schon deutlich besser aus. Schreibt mir eure Erfahrungen dazu sehr gerne unten in die Kommentare. Falls ihr weitere Fragen habt, auch sehr gerne in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch eine sehr gute, verletzungsfreie Skisaison. Viel Spaß beim Skifahren!